Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Ja, heute waren wir mit Vicky einkaufen und heute fahren wir zum Geburtstag, endlich zum Geburtstag von meiner Schwägerin und von meinem Neffen. Darauf freue ich mich total. Wir haben hier auch ein schönes Geschenk für die Schwägerin schon vorbereitet und für den Neffen auch. Also die Geschenke habt ihr ja schon gesehen und ich habe noch was dazu gekauft. Das zeige ich euch gleich. Wir waren allgemein heute einkaufen. Ich zeige euch das jetzt ganz schnell, weil ich möchte es gerne einräumen und dann das Geschenk für meine Schwägerin verpacken. Und einkaufen waren wir im Penny und auch noch ein bisschen im Rewe und im DM. Gekauft haben wir, also ich habe die Quittungen jetzt nicht da, ich zeige euch einfach, was wir gekauft haben. Ich habe wieder einen Hokkaido-Kürbis mitgenommen und ich habe einen Butterkürbis mitgenommen. Ich habe noch nie mit einem Butterkürbis gekocht. Ich weiß auch nicht, was man daraus machen kann, aber das werde ich bestimmt hier rausfinden. Dann ein Netz Kartoffeln, zwei Karotten mitgenommen, Paprika mitgenommen. Hier sind wieder vier Feigen haben wir mitgenommen, rote Zwiebeln, Bananen. Kaisergemüse, also das benutze ich meistens, wenn ich irgendwelche Suppen mache, Aufläufe mache oder sonstiges. Dann ein paar Birnen, vier Stück glaube ich haben wir mitgenommen, genau, vier Birnen haben wir mitgenommen. Mir sind ja noch die Blätter geblieben für die Frühlingsrollen. Das, was piept, ist unsere Spülmaschine, die ist gerade fertig. Deswegen hat Vicky gesagt, nimm doch noch ein bisschen Schnittlauch, mach Schnittlauch rein, das wird auch gut schmecken. Dann Germknödel, Vicky liebt die, wenn ich die für sie mache, eigentlich ist es kein Hexenwerk, aber sie meint, wenn ich die mache, also nicht selber mache, sondern zubereite, fertig zubereite, dann schmeckt es ihr besser. So, dann haben wir Tortellinis mitgenommen, denn wir haben rote Pesto noch da und ich würde gerne das rote Pesto verbrauchen, damit der Schrank ein bisschen leerer wird. Käseaufschnitt einmal. Diesen mit 16% Fett und einmal mit 19% Fett, also pikant. Ein Granatapfel, denn ich habe die Avocado noch da und ich esse gern Avocado mit Granatapfel. Wer es noch nie probiert hat, probiert es mal, das schmeckt super. Salz, Pfeffer drüber, lecker, lecker, lecker. Einmal Giraumon mit 16% Fett. Dann Sportler-Salami, Vicky hat sich diese Wurst mitgenommen, wie heißt sie denn? Schinkenwurst, also das ist ja so Vickys Ecke, was sie so gerne isst. Dann hat sie einmal Almette mit Kräutern und dann haben wir das mit Pilzen entdeckt, haben wir auch mitgenommen, ich habe es noch nie probiert. Vickys Joghurt habe ich gesagt, unser Brot, das was wir immer nehmen. Dann Sojasauce ist uns leer gegangen, habe ich mitgenommen. Statt Salat für die Frühlingsrollen dachte ich, nehme ich mal Blattspinat. Ich weiß nicht, ob das dann gut schmeckt, aber irgendwie dachte ich, man kann es ja probieren. Wenn es nicht schmeckt, kann man den Spinat ja immer noch weiter verwenden. Also, so wie immer. Dann für die Frühlingsrollen diese Vermicelli. Ja. Tatsächlich gibt es auch für Nudeln werden auf Russisch auch Vermicelli genannt. Also, komisch. Ich muss mal gucken, woher das Wort überhaupt stammt. Eine Gurke. Für die Frühlingsrollen, dann Roggenbrötchen habe ich mitgenommen. Hier hat sich Vicky Schuhspray, also Schuhdeo mitgenommen für ihre Sportschuhe. Sie geht ja Volleyball spielen. Und dann ein paar Shots. Das ist mein Tee, den trinke ich gleich, wenn ich für euch die Sachen verfilmt habe. Außerdem hat Vicky morgen ein Turnier und da hat sie für ihre Mädels, die nehmen ja was mit, wie ihr immer mitbekommen habt wahrscheinlich, also oder vielleicht auch nicht, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann herzlich willkommen. Vicky ist eine Volleyballerin und sie haben Turnier und zu den Turnieren bringen die Spieler immer irgendwas mit für nachher, ne, damit sie was essen können, was snacken können. Und Vicky bringt dieses Mal Donuts mit, schön Zucker, damit die Mädels nicht unterzuckern. Jetzt kommen wir zum Geschenk von meiner Schwägerin. Ich habe überlegt, hier Schnittblumen zu kaufen. Dann dachte ich, ach nee, Schnittblumen, das kann man ja immer. Dann steht es im Töpfchen, in der Vase und dann schmeißt man es weg. Das habe ich beim Rewe entdeckt. Diese badewannenartige Vase, wie nennt man das? Diesen Blumentopf, ne? Das ist ja eine
organisierte Dekoration, so eine Herbstdekoration. Und ich dachte, wenn ihr die Blumen dann irgendwann mal sterben, manchmal passiert das, die leben manchmal nicht lang, dann kann man das da behalten als Deko, diese Kürbisse, das kann man ja immer noch verwenden. Schaut mal, wie schön das ausschaut. Und das da, dieses Töpfchen, das kann man sauber machen und in die Badewanne stellen, um dort so kleine Miniatur-Kosmetikprodukte aufzubewahren oder Schmuck aufzubewahren oder was Neues reinzupflanzen. Das ist der Gutschein für meine Schwägerin, ne, für eine Veranstaltung ihrer Wahl beim Eventtime, ne, das habe ich für sie dann, weil ich weiß, dass sie gern mit meinem Bruder ausgeht. Und das ist das Geschenk von meinem Neffen, die werde ich gleich verpacken. Und vor ein paar Tagen ist bei mir das hier angekommen. Das Video wird dann wahrscheinlich nach dem, wie heißt das denn? Nachdem ich euch das Video mit den Nägeln gepostet habe, rauskommen. Also ihr werdet sehen, wie das alles funktioniert. Nur heute filme ich euch trotzdem, ja, weil ich den Einkauf gefilmt habe. Ich freue mich voll auf diese Do-Nails. Das, ja gut, ihr habt das ja schon gesehen, wenn ihr das vorherige Video geguckt habt, dann wisst ihr, um was es jetzt geht. Ich habe es jetzt schon aufgemacht, mir angeschaut und ich freue mich voll darauf. Deswegen habe ich meine Nägel gar nicht lackiert, sondern ich habe sie ablackiert, also meinen normalen Nagellack weggemacht. Die Kamera will sich nicht mehr fokussieren. Ja, geht nichts mehr. Kamera tot. Na? Du? Nee. Egal, ist ja auch nicht schlimm. Also ich habe meinen Nagellack abgemacht und bin schon total gespannt, wie das funktioniert. Das habt ihr ja das Video schon gesehen. Wer es nicht gesehen hat, geht mal hin und schaut. Ich werde euch meine ehrliche Meinung mitteilen. Was ich aber in diesem Video sagen wollte, ich habe doch letztes Mal die Gurken gemacht, also diese Schlangengurken, diese großen Gurken, die schmecken nicht so gut. Also falls ihr das noch nicht probiert habt, macht das bitte nicht. Kauft euch lieber die kleinen Gürkchen, damit es schmeckt viel, viel besser. Also das war wohl eine Täuschung letztes Mal gewesen. Ich werde es nicht mehr wiederholen mit den großen Gurken. Rein große Gurken, das funktioniert nicht, das schmeckt nicht. Außerdem habe ich zu wenig Salz reingemacht. Bei den kleinen Gurken war alles perfekt. Die Proportionen von Salz, von Dill, alles war super lecker. Und bei den großen Schlangengurken, vielleicht muss man da was anderes beachten, weiß ich nicht. Nun gut. An der Stelle schalte ich mich ab, denn ich würde gern das schnell verräumen. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, damit ich das Geschenk verpacke und wir müssen dann auch schon losfahren. Wir sehen uns dann im Verlauf des Videos. Guckt weiter, guckt bis zum Schluss. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich melde mich als einen komplett neuen Tag. Ich bin gerade von der Arbeit zurückgekommen. Meine Taschen und alles steht noch da. Ich wollte mich kurz nochmal einschalten und ja, euch Hallo sagen. Ich bin mit meinen Nägeln durch. Rein theoretisch müsst ihr das Video schon gesehen haben. Ich habe mir jetzt noch einige Videos angeschaut und vor allem auch noch die Videos von den englischsprachigen YouTuberinnen. Ich finde dieses Set super. Also wirklich, das ist eine geniale Sache. Ich mag das. Ich bin auch furchtbar dankbar dafür, dass ich das überhaupt hier so kostenlos testen darf. Es sieht auch hochwertig aus und ich vermute, dass die Produkte gut sind. Inwieweit das gesund für die Nägel ist, also das kann ich euch natürlich nicht sagen. Das ist bestimmt genauso gesund wie Shellac oder Gelack für die Nägel gesund ist. Es wird der Gesundheit nicht förderlich sein, aber naja, viele Sachen sind im Leben nicht gesund. Genauso wie Zucker, den wir jeden Tag zu uns nehmen. Das ist auch nicht unbedingt das Geiste für den Körper und wir tun es trotzdem, ja. Genau, oder die unter euch, die vielleicht dann auch rauchen, das ist auch nicht gesund. Alkohol trinken ist auch nicht gesund. Also das Thema mit dem Gesundsein lassen wir es mal. Ich habe gerne schöne Nägel und ab und an ist es für mich super wertvoll, dass ich langanhaltenden Nagellack da habe, auf den ich nicht permanent achten muss. Natürlich muss ich mich hier noch einüben. Das ist keine Variante, die ich jetzt zu einer Hochzeit tragen würde, weil ich es noch nicht kann. Aber ich vermute, dass ich das dann irgendwann mal
können werde, vor allem wenn ich genug Übung habe. Und die eine englische YouTuberin, die ich jetzt mir angeschaut habe, genau zu diesen Dipping Powders, nicht genau zu diesem, aber es gibt ja verschiedene, habe ich jetzt erfahren, Varianten davon. Sie hat gesagt, du musst Finger für Finger probieren. Das heißt, einen ganzen Prozess, den man so macht, ne, mach Finger für Finger. Nicht auf jeden Finger einzeln diese ersten Step auftragen, so auf die ganze Hand, dann den zweiten, auf die ganze Hand, sondern mach ersten Step auf die einen Finger, warte, mach zweiten Step, mach dritten Step, mach einen Finger komplett fertig und dann geh zu dem nächsten. So natürlich intelligent, ne, lernst du aus den Fehlern aus von dem Vorfinger schon, was du nicht machen sollst, was jetzt der Fehler war. Ich weiß natürlich meine Fehler jetzt, natürlich habe ich sie aber auch alle auf einmal gemacht. So hätte ich 10 Erfahrungen gehabt. Naja, gut. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Und ja, jetzt gehen wir mal meine Tasche auspacken. Ich habe nämlich auch beim Lidl kurz was gekauft. Also jetzt nicht kurz, sondern wenig, wollte ich sagen. Ich habe wenig beim Lidl gekauft. Und wir werden mit Vicky ab übermorgen Urlaub haben. Yay! Darauf freuen wir uns. Wir werden zwar nicht wegfahren, aber es stehen gewisse Sachen noch an, die wir gerne hier zu Hause machen würden. Wahrscheinlich habe ich es auch in anderen Videos gesagt. Das Ausmisten unter dem Waschbecken steht an. Dann der Schrank in der Küche muss endlich so organisiert werden, wie ich es haben möchte. Außerdem muss ich mal endlich Wintersachen rausholen, Leute. Ich friere mir hier einen ab. Ich habe nur noch Kleider und meine Stiefel sind noch im Keller. Und also die Winterschuhe sind im Keller. Ich muss alles rausholen. Sommersachen müssen geputzt werden. Dann wollten wir mit Vicky zum IKEA fahren, denn der Flur ist immer noch nicht fertig. Da habe ich mir was in den Kopf gesetzt, was ich da haben möchte. Und bis ich es nicht finde, werde ich den Rest natürlich nicht weitermachen. Ja. So, und wir müssen noch zu unserem Gas- und Stromversorger. Ich will mir nämlich den Abschlag erhöhen lassen hier für diese Wohnung, weil ich habe wirklich die Angst, dass plötzlich am Ende so eine Monster-Nachzahlung kommt und lieber zahle ich natürlich gar nichts oder ganz wenig. Und das Beste ist, wenn man Geld zurückkriegt, weil damit rechnet man nicht mehr. Nun gut. Viel gequatscht. Vicky ist jetzt nicht zu Hause. Sie ist beim Volleyball. Heute ist, ich kann ja heute nicht mehr. Heute ist Montag, so nur rein zur Info. Und ich gehe ja nicht mehr, weil meine Dienstbesprechung so lange dauert. Wartet mal, ich zeige euch mal mein Kleid. Das ist auch so ein Kleid von H&M. Das habe ich tatsächlich gar nicht mal so her gekauft. Das geht bis fast zum Knöchel. So, wo ist mein Knöchel? Bis hierhin. Hier gibt es einen Gürtel dafür. Ja, Stoff Baumwolle, angenehm. Ich habe ja auch noch diese Stiefel, die bis hier oben gehen, Overknees, ne? Die passen super zu diesem Kleid, die muss ich nur holen. Und jetzt ab in die Küche. Dann zeige ich euch, was ich beim Lidl gekauft habe. Der Einkauf war nicht so riesig gewesen. Ich habe euch ja, glaube ich, erzählt, dass wir Rippchen kaufen wollten. Genau, die haben wir nämlich nicht gefunden. Ich habe diese auch nicht gefunden, die wir haben wollten. Wir wollten welche, die gab es beim Rewe, die sind vom Jack Daniels, ne? Mit Whisky mariniert natürlich. Und die gab es leider nicht. Und ich war ja beim Lidl gewesen und ich habe diese hier entdeckt. Das ist zwar nicht mit Whisky mariniert, aber ich denke, Rippchen. Diese Rippchen sehen auch gut aus. Ich habe mir angeguckt, was da so an Marinade ist. Ich kann es euch gleich vorlesen, wenn ich nach vorne komme. Wir gucken mal an der Marinade. Zucker, Ahornsirup, Blütenhonig, Tomatenmark, Trinkwasser, Speisestärke, Speisesalz, Rapsöl, Säurungsmittel, Essigsäure, Knoblauchpüree, Karamellzucker, Gewürze, Gewürzextrakt, Kräuter, Zitronensaft, Konzentrat und Rauch. Da ist auch Rauch drin. Ich hoffe, das explodiert nicht, wenn ich es aufmache. Dann haben wir letztes Mal diesen Wein, besser gesagt, ich habe es mal gekauft beim Lidl. So, ich halte es mal besser in die Kamera. Und der war super, super lecker. Der ist ungefähr wie der andere, den ich euch mal gezeigt habe, nur ist der stärker und super blumig.
fruchtig vom Geschmack, der ist lieblich, nur so für euch, also für den es wichtig ist. So, ein super leckerer Rotwein, nur um das dazu zu sagen. Und dann war es nichts mehr weiter, als ich habe mir diese Kekse gekauft. Ich spreche es jetzt nicht aus. Cœur de Mela. Keine Ahnung. Und ein Stück Brie. Ja, zum Frühstücken. Ich mache da Honig drauf. In letzter Zeit schmeckt mir das. Genau. Und dafür habe ich keine Ahnung, wie viel Geld ausgegeben. Dafür habe ich 15 Euro ausgegeben. Ohne 2 Cent. Und dann war ich kurz noch beim Rossmann, weil ich Lust auf das hier hatte. Das habe ich auch schon aufgegessen. Das ist so ein Riegel mit Kokosnuss. Kann man das sehen? Ja, man kann das sehen. Gut, ich kann euch auch noch sagen, was wir heute zum Essen haben. Heute werden wir essen mit Vicky. Gar nichts Großes. Vicky fährt, apropos, ich weiß nicht, ob ich es jetzt erwähnt habe, nach dem Training nochmal ihre Mutter und ihren Bruder vom Flughafen abholen. Die kommen heute vom Urlaub zurück. Ja, dann wird sie mir wahrscheinlich schreiben, wenn sie losfährt, und ich gucke dann, ja, wann ich das Essen mache. Aber das wird's bei uns zum Essen geben. Und dazu habe ich noch roten Pesto da. Und zwar diesen hier. Ich weiß nicht, ich habe den mal, glaube ich, gekauft, weil ich die Wraps gemacht habe, diese. Da habe ich doch ein Video dazu abgedreht. Snack Wraps, also diese kleinen Stückchen, wo ich die Wraps in kleine Portionen geschnitten habe. Da gibt es Kochen mit Katja Video dazu. Aber das habe ich dafür nicht gebraucht. Deswegen wird es jetzt zum Einsatz kommen. Irgendwie sieht es braun in der Kamera aus. Tatsächlich ist es nicht braun. Ich versuche es jetzt mal zu drehen. Vielleicht sieht es hier rötlicher aus. So, naja, es trifft die Farbe jetzt gerade nicht. Hier ist es auch ziemlich dunkel. Aber dem Pesto geht's gut. Er sieht tatsächlich rötlicher aus, als es hier in der Kamera gerade rüberkommt. Nun gut, ich werde jetzt die Sachen verräumen. Außerdem steht hinter mir noch meine Tasche, die muss ich auch noch auspacken. Da ist noch meine Wasserflasche dabei. Ich habe gemerkt, dass ich habe immer noch die Flasche. Also die Mama von dieser Anja hat mir immer noch keine Flasche gekauft. Ich warte. Genau. Und die Flasche muss ich jetzt sauber machen, neu befüllen. Ich mache mir immer diesen kalten Tee, wie ich bereits schon erwähnt habe. Den finde ich super. Den muss ich apropos nachkaufen gehen. Und meine Dose sauber machen. Besser gesagt, ich mache sie jetzt in die Spülmaschine. Was für eine gute Erfindung die Spülmaschine doch ist, ne? Das ist schon eine geniale Sache. Und dann ziehe ich mich um, ich mache mir noch eine Maske und warte auf Vicky. Ich muss ihr apropos schreiben, dass sie mir schreiben soll, wenn sie vom Flughafen losfahren, dass sie Bescheid weiß, für wann ich das Essen machen muss. So, aber das geht ja jetzt auch schnell. Ich muss nur Wasser abkochen und dann, wie lange brauchen die da drin? 3 Liter, 4 Minuten. Braucht nur kochendes Wasser. Wenn die Vicky durch die Haustür kommt, dann ist es auch schon fertig. Pesto ist auf Zimmertemperatur folglich. Also das erwärmt man ja sowieso nicht. Dann mache ich mir eine Maske und ich schalte mich vielleicht noch mal kurz zu euch.
aus, was ich anziehen möchte. Oh. Mit der Maske finde ich, sehe ich ein bisschen so gruselig irgendwie aus, aber sie tut gut. Suchen wir mal, was ziehe ich morgen an. Ich habe nur noch so sommerliche Sachen tatsächlich. Ich ziehe mal diesen weißen Pulli an. Hose oder Rock ist die Frage. Hose oder Rock. Gucken wir mal. Vielleicht eine Hose, hm? Ja, ich nehme diese Leggings, oder wie nennt man das, vom Lidl. Ja, ich glaube, das ist okay. Strumpfhose hatte ich heute an, habe ich keine Lust. Und morgen werden wir mit den Kindern das Geerntete, besser gesagt das, was sie eigentlich gekauft haben, im Geschäft nur einer hat noch im Garten was zu ernten gehabt, aufschneiden und essen. Sagen wir das, was die Eltern mitbringen. Ach so, noch ein BH. Ja, vielleicht super sinnvoll. Und ein Unterhemd. Zack. Weil dieser Pulli ist leicht durchsichtig. Nehmen wir dieses Unterhemd? Nee. Ich nehme mein anderes Unterhemd. Lass mal gucken. Das nicht. Ja, das hier. Dieses Unterhemd und eine Unterhose, wie gesagt, noch. Und dann bin ich eigentlich schon fertig für morgen. So. Gut, das ist das dann, was ich anziehe. Zeige ich euch gleich nochmal. Also ich ziehe diese Leggings an, die hat hier so einen Bund, die Leggings ist vom, jetzt überbelichtet das natürlich. So, machen wir mal von der entfernen. Es will nicht, die Kamera will nicht mehr. Oder die Kamera will, warte mal. So, das ist so eine Leggings, hier hat sie so ein Gummi am Bund, so dass es super sitzt und auch nicht rutscht. Die habe ich vom Lidl. Ich glaube, die habe ich auch in irgendwelchen Einkäufen gezeigt. Ich habe die auch in Grau mir gekauft. Die finde ich immer super, vor allem wenn wir mit den Kindern Morgenkreise machen. Ist es bequem und sieht dennoch gut aus. Hier ist auch eine Naht in der Mitte. Das kann man bestimmt nicht gut sehen. Doch, man kann das jetzt sehen. Schaut mal. Also die glänzt jetzt irgendwie in die Kamera, aber in Wirklichkeit glänzt sie gar nicht. Und da sind auch rein optisch jetzt keine Fusseln zu sehen, wenn ich ehrlich bin. So, und dazu ziehe ich so einen Pulli an. Der ist sehr löcherig, maschig. Der ist auch vom Lidl. Schaut mal, wie viele Sachen ich vom Lidl habe. Und damit es mir nicht so kalt ist, ziehe ich noch ein Unterhemd an. Natürlich BH. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das Unterhemd, ihr werdet es nicht erraten, ist auch vom Lidl. Ja, das ist dann mein Outfit. Ich hole mir jetzt noch schnell Socken raus für morgen. Gucken wir, was wir dann da haben. So, hier sind die gestrickten Socken, die ich selber gestrickt habe. Das sind die, die ich für Vicky gestrickt habe. Die liegen hier. Aber ich nehme Stricksocken, ist jetzt noch ein bisschen blöd. Ich habe keine Schuhe für Stricksocken. Ja, ich nehme mal die Socken. Das ist alles. Das ist unsere Sockenkiste. Gut. Dann können wir einmal Schmuck noch aussuchen. Wobei ich glaube, ich will für morgen. Oder? Doch, ich weiß, was ich für Schmuck anziehe. Mein ganzer Schmuck ist ja hier. Schaut mal. Das muss ich auch mal wieder sortieren. Und ich glaube, ich nehme das hier. So, diese Ohrringe habe ich mir jetzt rausgeholt. Die habe ich euch bei meiner Shein-Bestellung gezeigt, vor kurzem, glaube ich, ja. Die waren vom Shein. Die ziehe ich dazu an. Ich finde, das passt dann eigentlich sehr gut zusammen. Ja, das ist mein Outfit, meine Uhr dann.
Und wir sind fertig für morgen. Das bringe ich jetzt alles hier raus, denn Vicky wird morgen schlafen, wenn ich aufstehe. Ich muss morgen ganz früh um 5.30 Uhr aufstehen. Und an der gruseligen Note, die ich jetzt hier habe, würde ich das Video, glaube ich, beenden. Es ist schon abends. Und ja, euch dafür danken, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wartet mal, das sieht ja echt gruselig aus. Ich mach's mal kurz runter. Ich setze mir gleich wieder auf. Dass ihr zugeschaut habt, das freut mich sehr. Ja, das Rote wird auch apropos bald weggehen. Das ist wirklich nicht schlimm. Das ist sogar gut. Also da ist die Haut abgetragen, wobei die Maske ist auch schon trocken. Die kann ich ja komplett eigentlich wegmachen. Dann, liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut. Danke.